Hallo Leute, euer Markus hier und das ist jetzt der dritte Tag im Garten, beziehungsweise eigentlich schon der vierte, aber der dritte für mich. Und wir haben ja beim letzten Mal dieses ganze giftige Zeug weggebracht und wir haben heute Herrentag, Vatertag, Christi Himmelfahrt, also in ganz Deutschland ein Feiertag. Und wie ihr mittlerweile wisst, Feiertag heißt genau wie Sonntag Ruhetag. Dementsprechend dürften wir hier nicht mit großen Geräten irgendwie rumhantieren. Obwohl, wenn ich mir hier so den Rasen ansehe, ich würde eigentlich jetzt gerne langsam mal rüber. Ja, ich habe gestern einen Trümmer noch gekauft, weil wir ja hier die kleinen so eingezäunten Sachen haben und drumherum kann man sich am besten mit einem Trümmer, lässt sich am besten mit einem Trümmer arbeiten. Und ja, da jetzt eben die giftige Pflanze raus ist, werden wir heute Abend ein bisschen Feuer machen und grillen. Und das Schöne ist, Lela darf jetzt auch mit in den Garten. Und sie war gestern schon hier. Aber wenn man alleine ist und noch nicht alles so sicher ist, das heißt also beim Zaun ist es so, dass sie da mit ein bisschen Power durchkommt. Und ja, und da sie immer in unserer Nähe sein will, war Maria gestern unterwegs und zack, stand sie mit einmal vor der Kleingartenkolonie bei ihr. Aber wie ihr seht, so, jetzt ist sie in den Schatten verschwunden. Ja, was haben wir heute vor? Also wie gesagt, ruhig müssen wir bleiben. Dementsprechend, wir haben hier in Berlin wunderbares Wetter. Es ist 23 Grad und na, kleine Maus. Da ist sie wieder gekommen. Wir haben hier 23 Grad, Sonne, blauer Himmel, wie ihr sehen könnt. Und von daher werden wir heute mit einer Feuerstelle arbeiten und die Hölzer, die wir hier haben, noch klein machen und dann verbrennen. Die liegen hier schon seit Ewigkeiten. Und dann müssen wir mal gucken, was wir mit dem ehemaligen Zaun, der muss ja auch schon Ewigkeiten liegen, machen. Das wird so die erste Aufgabe. Das bringen wir alles zu Olli rüber. Der wird die Feuerstelle anwerfen, weil wir uns erst noch angucken müssen, wo wir was alles hinstellen und welche Fläche dann für eine Feuerstelle sein soll. Da wir zwar diesen Bereich hier haben, aber uns der ehrlich gesagt nicht so gefällt, wo er sich befindet im Garten. Ansonsten, man kann es nicht riechen, aber die Leute sind hier schon fleißig am Grillen. Und wir haben jetzt hier so gut wie alles erstmal ausgeräumt. Also der Tisch bleibt heute noch wohl. Die Couch soll heute wegkommen, hoffen wir mal. Dann haben wir hier die Lampen abmontiert. Auch die sollen heute abgeholt werden. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es von der Lautstärke ist. Aber wie ihr sehen könnt, ich bin ja hier jetzt Schlafzimmer, auch Ruheraum, sage ich mal, wenn man mal ein bisschen fertig ist von der Gartenarbeit. Und hier ist sozusagen alles soweit vorbereitet, dass wir jetzt mit dem Schleifen anfangen können und mit dem Malen. Von daher, ich nehme euch später mal mit, wenn es dann losgeht. Bis dann erstmal. Ja, euer Markus. Hi, da bin ich wieder. Gute, 4 Stunden später. Wir haben jetzt hier den kleinen Raum Ordnung geschaffen. Ja. Ja. Und das hat Maria gemacht in der Zeit. Und jetzt, mittlerweile ist auch Olli da. Und wir haben hier noch mal ein bisschen aussortiert. Aber was ich euch zeigen wollte, da sind wir aber noch nicht gänzlich fertig. Das ist der Raum hier. So, einmal vorsichtig. Und hier kann man schon so ein bisschen erahnen. Ich stelle mich mal hier. Also, ich hoffe, ihr seht das. Das ist dann letztendlich die Farbe, die es annehmen soll. Ich denke mal, wir müssen noch mal zweimal
Hier sieht man ganz gut den Unterschied. Nochmal rüberstreichen. Also da wir so eine Ostsee-Fans sind, soll es eben so ein bisschen ja, Schiff erinnern, Schiff, Meer. Und ja, das ist es jetzt erstmal. Aber jetzt gibt's, wenn auch sehr verspätet, Kaffee kocht gerade. Und dann gibt es Kaffee und Kuchen. Und später wird noch gegrillt. Ich filme nur mal rüber. Wie man sieht, Feuer ist schon am Brennen. Da nehmen wir jetzt Ollis Garten für. Müssen wir zwar rübertragen, aber da ist ein bisschen übersichtlicher. Und bei uns ist die Feuerstelle noch nicht plan. Von daher machen wir es drüben. Ja. Und ich bin zurück. Und mittlerweile ist es 19 Uhr. Aber mal gucken, wo ich hier hintrete. Wie ihr sehen könnt, alles einmal übergestrichen. Ich finde, der Raum wirkt gleich viel einladender und größer. Im Vergleich nochmal die Naturholzfarbe und die Maserung. Ist auch nicht wirklich dunkel, finde ich. Aber ist doch ein großer Unterschied. Ja, und jetzt werde ich nochmal hinten ein bisschen Holz sammeln. Und mal schauen. Leila ist drüben bei Olli. Ah, ich sehe das Feuer nicht mehr brennen. Aber mal sehen, ob wir es wieder ankriegen. Wer ist da müde? So, wir sind für heute soweit fertig. Es ist jetzt 20 Uhr genau. Viel mehr haben wir tatsächlich auch nicht geschafft. Wir haben noch ein paar Sachen weggebracht zum Auto. Ich habe noch die eine Pflanze, die so im Steinkreis war. Die habe ich ein bisschen freigebuddelt, dass es wieder schön aussieht. Jetzt sind wir drüben bei Olli. Der Grill wird angeschmissen. Und wir verbrennen noch ein paar Kienäppel. Und ansonsten genießen wir jetzt die letzten Züge des Herrentages. Morgen geht es wieder zur Arbeit. Und von daher gönnen wir uns jetzt gutes Fleisch, einen Drink und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns über einen Daumen hoch freuen und dass ihr uns abonniert. Euer Markus, bis zum nächsten Mal. Ciao.